Auch Zuckerrohr, wenn es begeht. Ihr könnt weiter das machen. Und ich hole mir noch ein weiteres Schiff, das sich nur darum kümmert, Gabes Bedürfnisse zu befriedigen. Okay. Stoffe kriege ich hier wahrscheinlich einen Arsch voll. Ja. Bilanz ist negativ. Hier ist die Bilanz katastrophal negativ. Hier ist die Bilanz katastrophal negativ. Hier ist sie bombig. Trotz der hohen Einkaufskosten, die ich jetzt unterbinden werde. Ja, guck's dir an, die bringt hier gleich einen Tausender Bilanz rein. Ja, 62 Kaufleute. Also die Insel habe ich so bombig, ja. Kein einziges Haus gebaut seit Anfang des Spiels und passt halt komplett. Och, Leute. Also, passt auf, eins baue ich mir noch. Eins baue ich mir noch. Fucking Kanonengießerei. Brauche ich mehr Dings zu. Lass mal noch kurz. Einfach nur, um meine Schiffchen mit genug Kanonen auszurüsten, damit. Damit diese Scheiße mal aufhört. Ja, beziehungsweise damit es schneller geht. Damit ich nicht zu viel Schaden dabei nehme. Da kommt das nächste. Ja, das war ja jetzt clever. Er nimmt nichts mit. Brauchen keine Nahrung. Warte mal. Lass du mal das Holz da, mein Freund. Das brauche ich jetzt hier oben dringend. Also, jetzt kannst du weitermachen. Was wollte ich? Mich wahrscheinlich am Sack kratzen, was ich gerade getan habe. Hier. Dann machen wir hier noch so eins rum. Irgendwie gefällt mir das nicht so, wie ich es gebaut habe bis jetzt, aber nun ja. Machen wir jetzt halt kurz runter. Beziehungsweise du gehst dann erstmal hier hin. Du nimmst hier mit. Was braucht mein Freund? Eisenerz, Alkohol, Zinksziege, okay. Ne, dann lassen wir uns mal kurz Eisenerz ansammeln. Wenn er denn Eisenerz will, soll er Eisenerz bekommen. Beziehungsweise ich kann ja noch gar nicht. Ah, ich habe nicht so viel. Wir nehmen mal 30 Tonnen davon mit. Wir nehmen mal davon mit. Wir nehmen mal davon mit. Gehen jetzt erstmal hoch, unterstützen den Spacken. Hier kommt jetzt hin. Drei Felder Tabak, drei Felder Alkohol, Zuckerrohr. Warte mal. Nein, vier von beidem ist besser. Ups, keine Baumwolle. Brauch mehr Ziegel. Ja, es interessiert halt nur keinen. Genau, Tabak und Alkohol geht zur Neige. Okay. Lass dich reparieren, verdammtes Schiff. Hier wollte ich genau eine Kanonengießerei machen. Ja, meinetwegen gleich hier hin. Und dann brauche ich wieder Ziegel. Dann geben wir mal alles hoch, was er braucht. Braucht er nicht mehr. Was brauchst du jetzt noch? Gewürze. Gott, ey, du Spacken. Aber jetzt kriegt der Bürger. Naja, immerhin habe ich ihm damit einen Gefallen getan. Okay, gehen wir wieder zurück. Holen hier Ziegel. Dings.
Ich könnte natürlich auch einfach alles hier direkt verkaufen, was er wollte, was er bräuchte und so, aber. Ach, ich weiß nicht. Leute. Das passt immer noch nicht ganz. Vielleicht sollte ich einfach wirklich noch ein paar einfache Häuser bauen, damit es reicht, aber irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Jetzt muss ich hier nur noch einen Weg außen rumziehen. Jetzt kommen die Tabakwaren dazu. Zwei Stück. Ideal. Ideal. Jetzt muss ich hier Weg außen rumzurren. Wie schon gesagt. Hau hier noch einen Marktplatz hin. Ey, yo. Und dann Zuckerrohr, Zuckerrohr. Okay. Ganz passt's nicht. Beziehungsweise es hätte gepasst, wenn ich links nicht ein Feld freigelassen hätte. Aber wir nehmen das jetzt mal so hin. Was steht da? Euer Volk will kein Denkmal setzen. Mein Volk liebt mich. Irgendwie finde ich, sieht diese Insel geil aus. Es gefällt mir echt total hier mit dem Rumbrennerei. Okay, einmal muss ich noch runter. Du gehst mal langsam wieder auf deinem Handelsweg. Denn hier unten wird Holz gebraucht. Ich nehme jetzt mal eine Riege Eisenerz mit. Es fehlt an. Wo fehlt es an da? Fuck! Jetzt werden die erstmal ganz schnell verschwinden hier von meiner Insel, bis Nahrung wieder da ist. So, wenn keine Nahrung ist, werden auch die. Ah, ihr seht, die Zahlen sinken drastisch. Zum Glück habe ich hier scheinbar noch irgendwo ein Fischerbusch oder so. So, jetzt erstmal wieder Nahrung da. 37 Tonnen. Ziegel. Werkzeuge, genug. Gott, ey, was braucht der hier oben jetzt wieder? Kleine Heulsuse, Alkohol, Eisenerz. So, genau, ich wollte mir eine Riege Eisenerz mitnehmen. Rohstoffe hier. Alkohol, ja, nimm mal 10 Tonnen mit. Und Piraten greifen an. Wo greifen denn Piraten an? Irgendwo auf ein, ja, ein Schiff, das nichts hat, sich nicht wehren kann. Okay. Na, hallo, nimm halt mit, ne? Na, nimm halt mit. Bist du blöd? Nimm halt den Kakao mit, wenn es hier sonst nichts gibt. Das Kakao, nee, Kakao ist kein Rohstoff, ist ein fertiger Stoff. So, jetzt aber wieder. Hoch damit, hoch damit. Ein Feld wollen wir noch haben. Wo auch immer wir das hinhaben wollen. Naja, zumindest eine zweite Rumbrennerei. Hier oben hin. Ja, okay. Ja, den Rest nehme ich jetzt wieder mit. Das sollte es jetzt erstmal tun. Weil dann werde ich hier unten einfach noch zwei Weintraubenfelder oder so hinbauen. Du bist Kakao. Du bist Kakao. Du bleibst kurz hier und nimmst dir Kanonen mit. Perfekt. Reparieren lassen brauchst du dich nicht bei dem Schaden. Das ist Blödsinn. Okay. Ah ja, genau hier oben. Brauchst du noch Eisenerz? Nee, brauchst du nicht. Du verkaufst jetzt Eisen. Du bist jetzt sehr schön. Du brauchst Eisenerz, du kleiner Lügner. So. Bitteschön. 970, ich hab's gleich geschafft. Kale war das, oder? Kale. Kale, deine Handelsroute wird sich etwas ändern. Du nimmst da oben nämlich auch noch Alkohol und Tabak mit. Bringst das hier unten hin. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert.
Ich muss mal kurz die Geschwindigkeit rüberstellen. Ich glaube, ich muss jetzt hier sagen, Alkohol und Tabak soll er mitnehmen. Aber nicht von Moosburg, sondern von Kapla. Nimmst du jetzt Alkohol und Tabak mit und bringst es hier runter. Ich glaube, wenn ich das in einer so umgekehrten Reihenfolge mache, so wie ich es gerade noch hatte, funktioniert es nicht. Alkohol und Tabak, der kräftig zur Neige geht. Okay, weiter mit deiner Handelsroute, Kale. Nein, Kale. Nein, Kale. Geh erstmal hoch. Starlight Express! Hurra. 6 Tonnen Kanonen. Okay, 1000 Einwohner sind erreicht. Sofort aufhören, den irgendwas in den Arsch zu schieben. Was? Es mangelt an Alkohol. Ja, bitter. Was gibt's ja nicht auf der Insel zu holen? Kann ich den Typen ausbeuten? Ich werde jetzt erstmal eine Handelsroute festlegen. Automatische Handelsroute festlegen. Von hier nach da. Der soll jetzt mal mitbringen. Immer, ich denke, Holz wird er immer brauchen. Ziegel wird er immer brauchen. Nein. Und Alkohol wird er immer brauchen. Nehmen wir da mit und geben es hier ab. Ja. Holz, Alkohol. Ja, meinetwegen so. Machen wir es halt so. Passt jetzt mit Alkohol und so? Ja, es passt halbwegs. Nicht Zuckerrohr wollten wir, Weintrauben wollten wir. Die hauen wir jetzt einfach noch hier hin. Weingut. Wein ist immer gut. Da hat er recht. Die schönen beiden Schiffe. Warte, ich muss hier noch das Eisenerz abliefern. Das kann hier weiter verarbeitet werden. Eisenerz wird er nicht immer brauchen. Aber jetzt nehmen wir halt noch ein bisschen Alkohol. Ja, es war vielleicht keine gute Idee, allen Alkohol mitnehmen zu wollen. Egal. Das wird sich auch wieder einpendeln. So. Oh, ja, die Fleischerei, die kann mal weg, ne? Der braucht ja einige Zeit, bis er oben ist. Alkoholziegel, perfekt, das was er wollte. 485, doch das geht mit ihm voran. Also ich habe ja meinen Teil der Mission erreicht, jetzt geht es nur noch darum, den Typen da oben sinnlos zu pushen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das rausschneide. Bis es einfach soweit ist. Dann kann ich die Mission hier nämlich kürzer gestalten, weil das wird sich noch wahrscheinlich etwas hinziehen. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Alkohol hast du ihm gegeben, Ziegel will er noch. Okay, er will auch immer noch Alkohol, aber gib ihm noch mehr Ziegel, bitteschön. Oder habe ich meine Handelsroute nicht? Aha, Ziegel abliefern. So, jetzt gebe ich mir erst noch die Ziegel mit. Holz braucht er nicht. So, weiter. Es brennt. Mir egal. Kanonen. Währenddessen werde ich hier mal alles mit Ziegeln weiter auskleiden, womit ich noch nicht mal angefangen habe. Wie schon gesagt, dann sind die Laufwege schneller und dann geht es auch etwas schneller voran mit der Produktion von allem. Wäre halt nur mal eine Idee, nicht, dass ich es machen müsste, aber so kann ich noch ein bisschen Zeit vertreiben. Kann über Dinge reden, die. Ach, mir fällt auf, ich habe noch über nichts sinnvoll, Sinnloses geredet heute. So, du hast alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Jetzt haben die Leute keinen Alkohol mehr. Fuuuuh! Okay, so sende. Oh, guckt euch an, ich war wieder dumm. Ah, aber ich habe mal wieder was Dummes getan. Ich habe nichts Dummes gesagt, aber ich habe was Dummes getan. Aber der bringt ja schon wieder Alkohol, der gute Kale. Ach, Kale ist ein Kumpel. Wenn ich Kale nicht hätte, dann wäre die Welt so viel trister und trauriger.
Habe ich noch genug? Ja, ich habe noch genug. Bounce. Und meine Leute wollten mir doch wieder mal ein Denkmal setzen, dafür, dass ich der größte Herrscher bin, den es je gab. Setzen wir ein Denkmal neben das andere, das kommt bestimmt gut. Keine Nachfrage mehr. 517 Einwohner, die Hälfte haben wir geschafft, und das hat ja bestimmt nur eine halbe Stunde gedauert. Aber ich denke wirklich, um euch die Zeit zu verkürzen, werde ich einfach Stopp machen in der Aufnahme. Dann haben wir mal eine richtig kurze Mission, glaube ich sogar. Und setze dann wieder ein, wenn ich es erreicht habe, dass der Typ hier 1000 Einwohner hat. Kakao möchte er jetzt, da gehe ich mal direkt hin mit dem Schiff. Komm, kann man genug abliefern? Ja. Also ich denke schon, dass ich jetzt hier an der Stelle erstmal speichere. Bündnis. Zwei ist. Vielleicht auch nicht. Und Kenntnis, Bündnis. Na, freilich zwei. Und setz dann wieder ein, wenn ich kurz vor den 1000 Einwohnern bei ihm bin. Okay. Er hat ganz kurz Kakao angeboten, als ich es ihm gegeben habe. Harte Scheiße, mein Freund, harte Scheiße. Ja, so mache ich's. Also, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir kurz vorm Ende der Mission sind. Bis dahin. So, wir stehen. Ja, das fängt natürlich gut an, wenn ich nach ewiger Zeit mal etwas sagen möchte und dann fängt es an, der Typ mir dazwischen zu reden. Wir stehen kurz vor der Erledigung dieser Mission. 15 Einwohner bis zu 1000. War eigentlich meiner Meinung nach eine sehr leichte und jetzt sogar eine sehr recht, also eine sehr kurze Mission. Also, Wahnsinn. Vielleicht hat er seine 1000 Einwohner. Wundert mich, dass das als 4 Sterne abgezeichnet wurde. Damit hatte ich keine Probleme. Vielleicht bin ich auch besser geworden, das kann auch sein, aber so weit wollen wir nicht gehen. Sagen wir einfach, die Mission war sehr leicht, weil an meinem Können kann es bestimmt nicht stimmen. Kann es bestimmt nicht liegen. 999, puh! Puh! Na also. Dann gib mir mal den Siegbildschirm, du Scheißding. Gib mir den Siegbildschirm, du Scheißding. Ich sollte gar nicht den gelben Konkurrenten unterstützen, sondern andere. Auftrag ansehen. Ein Bündnis mit dem gelben Konkurrenten kommt euch gerade sehr gelegen nach Auseinandersetzung. Eine eigene Stadt mit mindestens 1000, von denen 200 den Stand. Müssen es genau 250 sein, die den Stand Kaufleute haben, wahrscheinlich nicht. Ja, mit 1000 Einwohnern. Felsdienst einer Stadt mit 1000 Einwohnern. Sorgt auch für eine eigene Stadt mit mindestens 1000 Einwohnern, von denen 250 den keine Kaufleute erreicht haben. Meine Bilanz ist positiv. Missionsbonus 0. Ich habe doch meine Mission klar erfüllt, oder täusche ich mich gerade? Geschwindigkeit hoch. Er hat eine Werft, das heißt, er kriegt Schiffe, das heißt, seine Schiffsbauer haben nicht panikhaft das Ding verlassen. Hallo? Ich habe eine positive Bilanz, eine dicke positive Bilanz. Ich habe 120.000 Gold. Meine eigene Insel ist bombig versorgt. Ja, brennt noch ein bisschen mehr. Ach, da kommt gar kein Dings hin. Ja, Kacke. Ich wünschte mir so langsam mal, dass die Mission als bestanden gilt, ne? Ich habe alles richtig gemacht, verdammt. Ich habe alles richtig gemacht. Tausend Einwohner. 250 Kaufleute. Ich habe 900 Kaufleute. 1000 Einwohner. Das hat sogar mehr als ich inzwischen. Pest. Gott, unterbrich mich nicht. Danke. Tom, gib dir noch mal kurz hier ein bisschen
Rohstoffe, damit die letzten sich auch noch zu was machen können, aber passt eigentlich schon. Müssten ja alle schon sein. Guck mal, man hat ihm sogar schon ein Denkmal gesetzt. Und wisst ihr was? Das ist alles mein scheiß Verdienst. Okay, pass auf, ich speichere nochmal. Und schau mal kurz nach, was mir bitte schön fehlt, weil laut Auftrag habe ich die Mission erfüllt. Fertig. Tut mir leid, aber ich werde mal kurz im Internet schauen, was mir jetzt bitte schön fehlt. Oho, was ist denn da passiert? Wir befinden uns ja plötzlich auf dem Titelbildschirm. Und zwar, ihr habt gesehen, ich habe die Mission zur vollen Zufriedenheit des Auftraggebers erfüllt. Eigentlich 1000 Leute auf meiner Hauptinsel, 250 davon Kaufleute, nee, doch, doch, ja, 250 davon Kaufleute. Ich meine, bei mir waren fast alles Kaufleute. Und Gelb soweit unterstützt, dass er selber eine Insel mit 1000 Bürgern hat oder Einwohnern. Und trotz allem wurde die Mission nicht als erfolgreich gezählt, beziehungsweise kam nicht der kleine Siegbildschirm oder sonst was. Habe ich mal informiert, Internet, steht nichts dazu. Also nehme ich mal an, das wird einfach ein Bug in meinem in meinem Spiel sein. Hatte jetzt aber keine großartige Lust, die Mission nochmals zu machen, beziehungsweise dann besteht ja immer noch die Chance, dass es wieder nicht funktioniert. Darum habe ich so gemacht. Ich habe unter Spieletipps Hex-Cheats gefunden, bei dem ich, indem ich eine Command-File ändere, die nächste Mission verfügbar habe. Das heißt, ich habe jetzt so gesehen diese Mission gecheatet. Kann man jetzt halten, was man will, aber ich meine, geschafft hatte ich sie eigentlich. Und darum kann ich euch jetzt leider keinen Siegbildschirm präsentieren, sondern einfach nur einen Taubbildschirm mit den Worten: Nächstes Mal geht's weiter mit der Piratenplage. Ciao, bis dahin.